Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es mal um das Thema am PC Geld verdienen. Und dazu machen wir heute mal eine kleine Whiteboard-Session. Genau, also wenn du dieses Video jetzt schaust, dann bist du wahrscheinlich Angestellter oder du bist irgendwo in einer Situation, wo du drüber nachdenkst, dir von zu Hause aus was aufzubauen, weil warum solltest du sonst am PC Geld verdienen gesucht haben. Und zunächst mal möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was ich zum Beispiel von Robert Kiyosaki gelernt habe. Ich glaube, es war im Buch Rich Dad Poor Dad. Und zwar hast du grundlegend vier Arten, wie du dein Geld verdienen kannst. Ich mache das hier oben mal etwas kleiner. Und zwar hast du die Möglichkeit, dein Geld als Angestellter zu verdienen. Als Angestellter, ne, jetzt macht gerade hier der Stift ein bisschen zicken, kriegen wir aber hin. Als Angestellter ist es halt einfach so, du tauschst deine Lebenszeit oder einen Teil deiner Lebenszeit, entschuldige, rückgängig. Ist wohl die Hitze heute mit dem Stift. Du tauschst deine Zeit gegen Geld. Ja? Das heißt, du gehst zum Beispiel 40 Stunden die Woche arbeiten und das Woche für Woche. Und und für diese Zeit, die du beim Arbeitgeber verbringst, bekommst du einen Lohn. Ja? So. Jetzt ist natürlich die Situation die, dein Tag hat nur 24 Stunden und dein Arbeitgeber wird dir auch für eine gewisse Tätigkeit nur begrenzt Geld zahlen. Das heißt, diese Tätigkeit, die wird immer nach oben gedeckelt sein. Das heißt, du wirst irgendwann, wird eine Barriere kommen, an der du nicht vorbeikommst. Das heißt, irgendwann ist einfach Ende der Fahnenstange. Du kannst natürlich, wenn du sehr gut bist, auch vielleicht Vorstand eines DAX-Konzerns werden und dann darüber super viel Geld verdienen. Aber es gibt viel mehr Menschen, die dieses Ziel anstreben wie Positionen. Und die Wahrscheinlichkeit, das dann halt eben einfach auch zu werden, die ist relativ gering. Die zweite Möglichkeit, die ist schon deutlich besser, die du wählen kannst. Und zwar, das ist die Selbstständigkeit. Genau. Bei der Selbstständigkeit hast du natürlich schon etwas mehr Möglichkeiten, aber du hast trotzdem noch die gleiche Situation wie beim Angestellten, weil du nämlich auch hier deine Zeit gegen eben Geld tauschst. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das hier heute noch hinkriegen. Genau. Zeit gegen Geld. So, also entschuldige bitte, heute brauchen wir etwas Geduld. Genau. So, allerdings hast du als Selbstständiger natürlich schon ein bisschen mehr die Möglichkeit, deine eigenen Preise zu bestimmen. Du kannst natürlich, wenn du zum Beispiel eine Beratungspraxis führst, kannst du natürlich für jeden Kunden deine Preise festlegen. Du kannst die Preise auch erhöhen. Du bist also da frei in deiner Gestaltung. Aber was sich halt eben nicht ändert, ist, dass dein Tag eben 24 Stunden hat. Und auch hier wirst du halt irgendwann an eine Barriere stoßen, wo es dann halt einfach mal nicht mehr weitergeht. Weil irgendwann wirst du halt Preise aufrufen, die werden halt vom Markt nicht mehr bezahlt werden. Egal, ob das jetzt ein hohes Niveau ist, kein hohes Niveau, spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Außer du bist vielleicht in so einer Nische drin, wo man sagt, da Geld spielt da keine Rolle mehr. Da wird so ein Grundbedürfnis befriedigt, dass man bereit ist, auch hier dann oder in einer Situation ist, wo man einfach bereit ist, alles dafür dann zu bezahlen. Aber machen wir uns nichts vor, das ist auch eher die Seltenheit. Und außerdem gibt es in der Selbstständigkeit noch ein größeres Problem, nämlich wenn du alleine selbstständig bist, dann kennst du vielleicht die Situation, dass du startest, beginnst zu akquirieren, dann hast du deine ersten Aufträge, du arbeitest den ab und dann sind die Aufträge abgearbeitet und auf einmal, weil du ja deine Zeit gebunden hast, bist du, in der Zeit akquirierst du nicht mehr, das heißt, du arbeitest den Auftrag ab und dann fällst du in so ein Loch und musst erstmal wieder neue Kunden, neue Aufträge finden.
So, sicherlich ein Phänomen, was vielen Selbstständigen ja schon passiert ist. Natürlich gibt es auch hier Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann, wird jetzt aber den Rahmen hier sprengen. So, lange Rede, kurzer Sinn, auch das ist nicht die 100% ideale Möglichkeit, auch wenn sie schon viel besser ist wie das Angestelltenverhältnis, weil wenn du irgendwann mal was erreichen willst im Leben, dann wirst du das vermutlich nur ganz schwer als Angestellter erreichen können, zumindest wenn es finanzielle Ziele sind. Die bessere Möglichkeit wäre ja, man wird Unternehmer und der Unternehmer kauft sich im Prinzip die Arbeitskraft anderer Menschen ein und entlohnt die dafür. Das heißt, der Unternehmer selbst kauft sich Zeit ein, indem er andere Menschen mit Aufgaben beschäftigt. Der Vorteil bei einem Unternehmen ist, wenn wir jetzt mal hier uns diese Kurve nochmal hier anschauen, dass der Unternehmer, egal ob er jetzt krank ist oder in Urlaub ist, wenn er sein Unternehmen richtig aufgebaut hat, dann kommt er vom Urlaub zurück und alles ist wie vorher oder sogar noch besser, weil das Unternehmen weiter gewachsen ist. Wenn der Selbstständige in Urlaub geht, dann muss er erstmal nach dem Urlaub hier unten wieder anfangen, neue Aufträge akquirieren. Das ist beim Unternehmer eben nicht der Fall. Aber auch das Unternehmertum hat natürlich eine Kehrseite, nämlich das ist das Risiko. Und das Risiko besteht einfach darin, je nachdem, wenn das Unternehmen wächst, braucht man mehr Mitarbeiter. Das heißt, wir haben die Situation, dass es viele Mitarbeiter im Unternehmen gibt, die darauf vertrauen, dass der Unternehmer ihnen pünktlich den Lohn zahlt, damit sie ihre Familien ernähren können. Wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen du diesen Lohn ja nicht mehr zahlen kannst, dann ist es einfach schwierig für die Familien. Das heißt, du hast zum einen den Druck der Verantwortung deinen Mitarbeitern gegenüber. Zum anderen hast du aber auch natürlich das Risiko, dass du vielleicht, du musst die Löhne und Gehälter bezahlen, du musst vielleicht zu Beginn erstmal investieren. Ich denke da jetzt zum Beispiel einfach mal an den klassischen Arzt, der zum Beispiel ja lange studiert, dann anfängt zu arbeiten und dann erstmal die Praxis ausstatten muss, Geräte kaufen muss, sein Handwerkszeug kaufen muss, was halt viele Tausende Euro oder Hunderttausende Euro sogar dann beträgt. Das heißt, er hat zum einen finanzielles Risiko. Und ja, hat aber auch auf der anderen Seite eben, ja, ich nenne es mal die Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Also auch hier die Station, die man eigentlich dann erreichen sollte, ja, weil der Unternehmer halt den Vorteil hat, er kann seine Zeit, ja, quasi durch die Arbeitskraft anderer vermehren. Ja, er kann also, wenn 10 Leute die 24 Stunden zur Verfügung haben, haben halt einfach insgesamt mehr Stunden zur Verfügung, wie wenn du alleine arbeitest mit 24 Stunden. Und er hat halt die Möglichkeit, sein Unternehmen zu skalieren. Er heißt, er kann es nach oben schrauben, ohne jetzt ja mehr Zeit einsetzen zu müssen. Und dadurch kann er natürlich auch mehr verdienen. Und dann sagt Robert Kiyosaki, gibt es noch eine Möglichkeit und das ist die des Investors. Nein, machen das nochmal hier schön. So, die des Investors. Und beim Investor ist es so, der ist im Prinzip örtlich, zeitlich komplett unabhängig. Er verfügt über Geld, welches er investieren möchte oder ist in der Lage, dieses Geld zu beschaffen und hat dann investiert in verschiedene Projekte, von denen er sich Rendite erhofft und vermehrt somit dann eben sein Vermögen. Hier ist einfach die Situation die, dass viele Menschen dieses Geld einfach nicht haben oder halt einfach auch nicht die Möglichkeit haben, das Ganze ja zu beschaffen. Machen wir uns also nichts vor. Für uns wäre eigentlich die ideale Möglichkeit die des Unternehmers. Aber, und jetzt kommt der nächste Punkt, viele Menschen scheuen sich halt da davor, das Risiko einzugehen. So, und jetzt ist ja die Frage, gibt es eine Möglichkeit, wie wir die Risiken eliminieren können, ja, und dennoch die Vorteile des Unternehmers haben? Und da gibt es in der Tat aus meiner Sicht zwei, also es gibt sicherlich noch die ein oder andere mehr, aber das sind so für mich die zwei, ja, die zwei Tätigkeiten, die ich wirklich guten Gewissens jedem ans Herz legen kann, weil er diese auch ausüben kann, wenn er das möchte. Und zwar ist das zum einen Multilevel-Marketing, also auch Network-Marketing und Affiliate-Marketing. So, warum empfehle ich gerade diese Möglichkeiten? In beiden Möglichkeiten, ja, haben wir
die Vorteile des Unternehmertums, ohne die Risiken zu haben. So, und jetzt gehen wir einfach noch mal kurz auf unsere Grundüberlegung zurück. Wir möchten von zu Hause am PC arbeiten. Das heißt, unser Geschäft muss in der Lage sein, dass wir es vom PC aus ausüben können. Es muss skalierbar sein. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, das Ganze vom PC aus, ohne dass wir mehr Zeit investieren, ja, das Ganze größer zu machen, zum Wachsen zu bringen. Ja, am besten sollte es einen Hebeleffekt haben und es sollte möglichst unabhängig von dritten Parteien sein. Was das ist, kommen wir gleich noch dazu. Und da gibt es eben halt aus meiner Sicht nur diese beiden Möglichkeiten. Lass uns die beiden Möglichkeiten einfach mal ganz kurz anschauen. Network Marketing. Network Marketing ist im Prinzip nichts anderes wie eine Vertriebsform. Egal, was du jetzt im Internet googelst, du wirst dort gute Informationen finden, du wirst schlechte Informationen finden. Natürlich gibt es wie in jeder anderen Branche, sowohl im Bereich Network Marketing als auch im Bereich Affiliate Marketing, so wie beim Handwerker, so wie bei den Ärzten, es gibt gute, es gibt schlechte Unternehmen. So, das hat nichts mit dem Vertriebsweg zu tun. Der Vertriebsweg, Multilevel Marketing oder Network Marketing hat einfach den Vorteil, dass wenn du das richtige Unternehmen hast, und damit meine ich einfach ein Unternehmen, was nicht pleite geht, weil sonst kannst du dir kein wachsendes Business aufbauen. Das heißt, wenn du ein solides Unternehmen hast, was funktioniert, dann hast du den Vorteil, dass du zum einen die Produkte verkaufen kannst, die das Unternehmen dir zur Verfügung stellt. Du bekommst die Ausbildung dort, du bekommst Einarbeitung dort und du verdienst dann für jeden Verkauf eine Provision. So, jetzt hast du aber auch die Möglichkeit, noch Vertriebspartner zu rekrutieren. Das heißt, du könntest jeden Tag, wenn du möchtest, eine neue Filiale in Deutschland oder weltweit eröffnen. So, das ist im Prinzip nichts anderes, wie wenn du dir eine Kaufhauskette vorstellst, die einfach regelmäßig neue Filialen eröffnet. Und so würdest du das auch tun. Und jetzt kriegst du nicht mehr nur Provisionen an deinen eigenen Verkäufen, die du tätigst, sondern du bekommst auch noch Provisionen, Beteiligungen an den Umsätzen deiner Vertriebsorganisation. Ja, so, und je besser du die einarbeitest, je fleißiger du bist, je größer deine Organisation wächst, desto größer werden diese Provisionen sein. Das heißt, wir haben hier im Network Marketing einen ganz entscheidenden Vorteil. Ich nenne den jetzt einfach mal Hebeleffekt. Und dieser Hebeleffekt bewirkt einfach, dass wenn du die ersten Partner hast, wenn du immer weiter neue Partner hinzufügst, dann wird es irgendwann so sein, dass aus den Partnern neue Partner entstehen. Das heißt, du wirst irgendwann über ein Unternehmen verfügen, was sich von selbst aufbaut. Ja, wenn das Momentum eben groß genug ist. Und das ist im Prinzip der Vorteil von Network Marketing. Du kannst mit Mitarbeitern arbeiten, ohne dass du das Risiko trägst, die Gehälter zahlen zu müssen, weil das macht alles das Network-Marketing-Unternehmen. Ja, das heißt, du musst dich nicht um Produkteinführung kümmern, du musst dich nicht um die Produktqualität kümmern, du musst dich nicht um die Produkttests kümmern, sondern du kannst dich lediglich darauf konzentrieren, dein Unternehmen zum Wachsen zu bringen und auf dein Marketing. Im Bereich Affiliate-Marketing ist es ähnlich, nur dass wir hier, ich sag mal, ein Stück weit keinen Hebeleffekt haben. Ich erkläre gerne, was ich damit meine. Affiliate Marketing ist aus meiner Sicht eine richtig gute Sache, weil du auch hier keine eigenen Produkte kreieren musst. Du musst also keine Markteinführung machen. Du musst nicht gucken, welche Produkte funktionieren, sondern du kannst dir bereits aus den vielen, vielen Angeboten am Markt, ja, kannst du dir die Dinge raussuchen, die bereits funktionieren. Ja, diese Zahlen stellen dir in der Regel die Partnerprogramme zur Verfügung. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Tool hast, was du oder ein Programm hast, was du weiterempfehlen möchtest, dann machst du dafür Werbung, empfiehlst es online wie offline und für jeden Verkauf bekommst du eine Provision. Und wenn das Ganze funktioniert, dann kannst du jetzt hier zum Beispiel mit Werbeanzeigen arbeiten und diese Werbeanzeigen dann eben auf das Produkt lenken oder vorher eine E-Mail-Liste aufbauen und dann auf das Produkt weiterleiten. Das soll jetzt nicht Gegenstand des Videos sein, wie man das macht, sondern es geht ja jetzt hier mal grob drum, wie kannst du das umsetzen.
Und ja, und dann kannst du im Prinzip auch hier skalieren, ja, weil umso mehr du hier oben reinschmeißt in die Werbeanzeigen, umso mehr kommen dann natürlich dann auch unten an Verkäufen und Provisionen für dich raus. So, ein Nachteil hier gegenüber Multilevel-Marketing, mal angenommen, du machst auch hier Werbeanzeigen. Entschuldige bitte, der Stift ist heute irgendwie funktioniert es nicht so richtig, aber das kriegen wir hin. Und du steckst hier auch das gleiche Budget rein wie im Affiliate-Marketing. So, jetzt wachsen ja beide Unternehmen, die Verkäufe wachsen. Und jetzt mal angenommen, die Plattform, auf der du Werbung schaltest, sperrt dir deinen Account. So, in dem Moment kannst du keine Verkäufe mehr über diesen Kanal erzielen. Wenn das jetzt die einzigsten Kanäle sind, die du bedient hast, dann wirst du von heute auf morgen ohne Einkommen dastehen. Hier wird es so sein beim Network-Marketing, dass du ja ebenfalls ja Geld investiert hast, ja, du hast also hier oben ordentlich investiert, dann haben sich die ersten Vertriebspartner aufgebaut, diese haben wiederum Vertriebspartner aufgebaut und irgendwann, wenn ein gewisses Momentum erreicht ist, baut sich das Unternehmen weiter auf, egal ob du hier oben noch was reinschüttest oder nicht. Natürlich clevere Unternehmer, die würden da nie aufhören, hier oben weiter reinzuwerfen, aber wenn auch hier der Kanal versiegen würde, dann könnte dein Unternehmen weiter wachsen, wenn es eine gewisse kritische Masse erreicht hat, ohne dass du hier oben noch was reinwirfst. Ja, und das ist eben einfach der Vorteil, dass du hier einfach mit einem Hebel arbeiten kannst, ja, beziehungsweise dass du hier einen Vertriebsweg hast, der sich weiter aufbaut, während du hier einfach nur immer dann bezahlt wirst, wenn auch tatsächlich ein Verkauf dann halt stattfindet. Zwar hier auch so, aber der Verkauf muss halt nicht durch diese eine Aktion erfolgen, sondern der kann auch irgendwo in deiner Vertriebsorganisation dann eben halt stattfinden. Ja, und das ist eben der Vorteil auf dieser Seite. Beide Vertriebswege, wie jeder Kanal auch, hat einfach seine Vor- und seine Nachteile. Das ist nicht gut, ist nicht schlecht, das ist, wie es ist. Und meine Empfehlung ist immer, die Kombination hier aus diesen beiden hier zu kombinieren. Aus einem ganz einfachen Grund, es wird Menschen geben, die wirst du hier oben, ich mache mal hier eine andere Farbe, die wirst du hier oben wieder, also quasi, du wirst hier oben investieren in Werbeanzeigen, dann werden sich Leute zum Beispiel auf deine E-Mail-Marketing-Liste eintragen, die werden sich für weitere Informationen interessieren, die werden aber dann irgendwann zu dem Entschluss kommen, nee, das ist für mich, das möchte ich nicht, aber die sind vielleicht in der Branche aktiv in einem anderen Unternehmen und sagen, nee, mit deinem Unternehmen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aus irgendwelchen Gründen, aber die sind ja an der Thematik Network-Marketing interessiert. Wenn du jetzt auf dieser Seite hier im Affiliate Marketing Produkte findest, die zu deinem Thema passen, dann kannst du ja diesen Leuten, die kein Interesse an deiner aktiven oder die kein Interesse momentan haben, in deinem Unternehmen aktiv zu werden, denen kannst du ja dann ein Produkt anbieten, was zum Thema passt. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, dass diese Menschen sich für das Thema interessieren. Und daher ist auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass diese Menschen das kaufen. Das heißt, du verdienst Provisionen durch Empfehlungen für relevante Themen, ja, also nicht für andere Unternehmen, sondern zum Beispiel ein Buch zum Thema Network Marketing, was sehr gut ist, was den Leuten weiterhilft, dann werden die das eben kaufen und du bekommst dafür dann halt eine Provision. So, das heißt, dieses Geld kannst du dann wieder investieren, um hier oben neue Interessenten zu gewinnen. Genau. So, jetzt hoffe ich, man kann hier vor lauter Gekritzel noch was erkennen, aber das glaube ich, das geht noch, ja. So, und deswegen haben wir bei uns im Team, machen wir im Prinzip Folgendes. Wir gewinnen neue Partner für unser Unternehmen. Und wenn der Partner anfängt und online arbeiten möchte, dann braucht er ja gewisse Tools, ja, mit denen er im Internet arbeiten kann. Und da haben wir ein Partnerprogramm. Das ist eine Online-Marketing-Software, wo wir einfach, da sind so viele Tools drin, die man online eben einfach braucht. Ich mache dir die Links alle in die Shownotes, kannst du dir dann in Ruhe angucken, dass wir quasi eigentlich nur dieses eine Tool benötigen und sagen dann, okay, wenn du hier dieses Tool dann kaufst, kriegst du von uns alle Unterstützung, die du brauchst. Du kriegst den Sales Funnel mit Webseiten, du kriegst das E-Mail-Follow-up, kannst das Ganze sehr, sehr einfach einrichten und kannst dann eben dich darauf konzentrieren, hier oben ja neue Leute, neue Interessenten zu generieren und die dann quasi über deinen Sales Funnel vorzuqualifizieren und eben dann
ja, zu deinen neuen Vertriebspartnern zu machen. Und wenn du einen neuen Partner hast, dann kannst du ihm das Gleiche eben halt auch anbieten. Und wenn dieser das möchte, dann baut sich eben der Partner ein zweites passives Einkommen auf. Ja, und das ist eben halt einfach der Vorteil. So haben wir im Prinzip zwei Einkommensquellen in einer. Und einfach nur, indem wir die Menschen damit bedienen, was sie sowieso ja brauchen. Ja, genau. Okay, lass uns das Ganze einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen. Die Vorteile hier im Bereich Network Marketing: Du hast kein finanzielles Risiko. Ja, du hast keine Verantwortung für Löhne, Gehälter, Markteinführung etc. Der Vorteil ist, es ist skalierbar. Du hast einen Hebeleffekt und in Kombination mit Affiliate Marketing eine wirklich runde Sache. Ja, du baust ja parallel, wenn du es richtig machst, zwei passive Einkommensströme auf, die du unabhängig voneinander auch nutzen kannst. Und das ist genau die Empfehlung, die ich dir geben würde, ja, das Ganze umzusetzen. Vielleicht wirst du kurzfristig hier weniger verdienen, wie wenn du, ich sag mal, einen Nebenjob irgendwo an der Tankstelle oder so annimmst, aber auf Dauer wird es sich auszahlen, wenn du kontinuierlich dran bleibst, nicht immer von einem Unternehmen zum anderen wechselst und ja, und dir dort eben dein passives Einkommen, deinen Zusatzverdienst, deine zusätzliche Rente eben halt aufbaust. Okay, ich hoffe, das Ganze war jetzt für dich hilfreich. Wenn dem so war, teils mit deinem Netzwerk, teils mit deinen Freunden. Man weiß nie, für wen das Ganze hier interessant ist. Wenn es dir gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch. Wichtig, abonniere den Kanal und wenn du Fragen hast, nutze die Kommentarfunktion. Ich freue mich immer von euch zu hören, von dir zu hören. Und ja, und in diesem Sinne bin ich dann mal raus für heute. Ich wünsche dir ja alles, alles Gute. Maximalen Erfolg. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gern zur Verfügung und alle wichtigen Links werde ich dann unterhalb des Videos in die Textbeschreibung packen. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ja, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.